Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zum Webinar Agena Trader FAQs im Namen der FX-Wettbewerber Handelsbank bzw. im Namen von CapTrader. Bevor wir loslegen, einfach nochmal die Frage, die wir immer stellen zu Beginn. Ja, können Sie mich verstehen? Können Sie die CapTrader Homepage sehen? Vielleicht können Sie uns ein kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragung soweit passen. Ja, alles passt super. Perfekt. Danke dafür. Ja, und diese Chatfunktion, die können Sie auch gerne gleich während des Webinars nutzen, ne? Ich meine, das Thema heißt FAQs. Also die wichtigsten Fragen und Antworten sollen ja heute im Webinar durchgesprochen werden. Das heißt, nutzen Sie die Möglichkeit, wirklich dieses Webinar interaktiv zu gestalten. Das heißt, mit Ihrem Mitwirken, ja, mit Ihren Fragen, dann denke ich mal, das ist für jeden interessant, ja. Und Gilbert wird dann natürlich dann auf Ihre Fragen eingehen. Wenn Sie sich die Aufzeichnung im Nachgang nochmal anschauen möchten, dann geht das natürlich auch. Das Webinar wird aufgezeichnet. Die Frage kommt ja auch immer sehr häufig. Das heißt, deswegen sage ich das auch direkt nochmal, wo Sie dann auch die Aufzeichnung finden. Das heißt, bei uns im Bereich Training, Videos, ja, dort haben wir alle unsere Aufzeichnungen, unsere Kategorien, die Sie ja hier sehen. Und ja, natürlich haben wir auch hier in der Mitte zum Agena Trader die aufgezeichneten Webinare. Sie sehen, das ist ja schon eine riesen lange Liste. Ja, die wird immer länger. Ja, und da ist natürlich auch die Aufzeichnung vom letzten Mal drin. Sie sehen die FAQs vom 14. Februar diesen Jahres, also genau, ja, genau, vor einem Monat war auch der 14. Und ja, da wird auch die Aufzeichnung von heute dann wieder abgelegt werden. Ja, also da haben Sie die Möglichkeit, sich dann im Nachgang die Aufzeichnung anzuschauen und sich natürlich die interessanten Aspekte dann vielleicht nochmal anzuschauen, die Sie interessiert. Okay, ja, das war's schon von meiner Seite. Ich möchte Sie gar nicht jetzt lange aufhalten. Ich gebe rüber zu Gilbert. Ich denke, du kannst mich auch hören. Wir haben es ja eben schon mal kurz getestet. Wenn du soweit bist, würde ich dann dich zum Moderator ernennen, Gilbert. Ja, ich bin soweit. Ja, okay, dann schalte ich eben rüber. Und ja, Ihnen wünsche ich ein spannendes Webinar. Ja, stellen Sie Fragen und viel Spaß. So, kann man mich hören? Kurzer Toncheck von meiner Seite aus. Ja, also ich höre dich bestens Super. und ja, Agena Trader ist auch zu sehen. Costco, Wholesale Corporation, alles bestens. Alles klar, super. Gut. Dann, Andreas, herzlichen Dank für die Anmoderation. Möchte alle Teilnehmer wieder aufs Herzlichste begrüßen heute zum weiteren Folge des Agena Trader Question Answer Fragen Antworten. Wieder kleinen Moment. Wie der Andreas schon kurz erwähnt hat, ja, wir sind sehr dankbar für Fragen. Fragen Sie ruhig, werde versuchen, die zu beantworten, werde heute auch ein Thema hier raussuchen. Einen Vorteil der Mercury-Version. Dieses Webinar dreht sich hier hauptsächlich um die Mercury-Version. Und hier werden wir ganz einfach ein paar Vorteile noch herausarbeiten, die Sie wirklich sehr gut anwenden können, wo Sie wirklich in die Breite der Märkte gehen können. Ich habe bereits eine, Gilbert, ja? ich habe direkt eine Frage. Bist du noch in New York oder wieder zurück? Ich bin schon wieder zurück. Bin noch Okay. ziemlich unter Jetlag. Und ja, bin gerade zurückgekommen und ja, gibt. Wie ich gesehen habe, hast du dich ja auch um das Thema Optionen oder mit dem Thema Optionen beschäftigt. Da wird es ja auch, glaube ich, ist noch kein Geheimnis, wenn man das so sagt, auch vielleicht irgendwann etwas kommen im Agena Was? Trader. Fast ausschließlich mit Optionen beschäftigt drüben. Also ich habe mir da drüben die 3, 4 Tage ich wirklich alles von Optionen angeschaut. Es war die Traders Expo in USA. Explodieren die Optionsmärkte mehr oder weniger vom Volumen her. War sehr eindrucksvoll. Es geht alles in Richtung Option und auch diese Traders Expo war gut zu 2 Dritteln optionslastig, zumindest irgendwo in Optionen irgendwo mit besprochen worden und so weiter.
Ich habe mir natürlich sehr viele Dinge angeschaut. Ich habe mir sehr viele Trends angeschaut, was so passiert, was im Moment so am Markt los ist. Ja, wir haben es vor, wir sind in der Implementierung von Optionen. Im Moment haben wir natürlich drüben auch die eine oder andere Idee auch geholt, was man machen kann, von den Strategien her und so weiter, wie man das am besten implementieren kann. Ich kann noch keinen Release-Zeitpunkt sagen, wann es bei uns wirklich Optionen gibt, aber wir sind doch schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, der Entwicklungszeitpunkt ist mehr oder weniger so weit, dass wir es bereits schaffen, eben genau dann über CapTrader auch Optionen im Moment zu handeln bereits. Das heißt, wir haben die ersten Optionstransaktionen bereits durchgeschossen, haben auch die Ergebnisse bereits soweit bekommen. Aber jetzt geht es natürlich noch darum, das ganze Handling zu verfeinern, zu verbessern, dorthin zu arbeiten, dass man wirklich aus dem Machine Trader echt extrem vernünftig Optionen handeln kann. Wir haben uns den Anspruch gesetzt, die beste Optionslösung am Markt zu erarbeiten. Werden wir schauen, ob uns das gelingt. Auf jeden Fall haben wir damit große Ziele. Ich bin gespannt, Gilbert. Ich freue mich drauf. Ja, ich bin auch, freue mich auch mit dir, Andreas, dass wir da das eine oder andere zusammen austauschen, auch die eine oder andere Idee. Ihr seid ja auch Gerne. Optionsspezialisten und natürlich, genau bei euch Optionen zu handeln, macht ihr dann absolut Sinn. Und ja, es wird auf jeden Fall, wir haben sehr gute Implementierungsansätze. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir es technisch umsetzen können. Das Ganze ist frisch im Moment, sehr viel an Ideen. Jetzt sind wir gerade in der technischen Evaluation. Okay, cool. Ja, danke. Gerne, ja. Okay. Die erste Frage ist, was ich gesehen habe, besteht die Möglichkeit, dass der RD die Höhe der Swaps darstellt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich denke, Sie haben noch nicht die letzte Version, wo wir das eingebaut haben. Da hat es einen Issue gegeben seitens FX Flat, soviel ich mich erinnern kann. Ich müsste jetzt nachschauen. Aber diese Swaps, die Darstellung der Swaps war ein Punkt, den wir umgesetzt haben, was ich im Kopf habe. Ich habe jetzt nicht jeden Issue im Kopf, den wir in der letzten Zeit umgesetzt haben, aber ich kann mich erinnern, da war irgendetwas in Richtung Swaps mit FX Flat und ich denke, das dürfte in einer der nächsten Versionen dann dargestellt werden. Ich mache mir gleich einen Screenshot dieser Frage und werde das danach abklären. Nächste Frage. Vielen Dank für die Funktion Verschieben einer Ordervorlage. Mein Vorschlag wäre, das Verschieben nicht mit der Shift-linke Maustaste zu realisieren, sondern nur mit der rechten Maustaste. Dann benötigt man nur die Maushand und nicht zwei Hände. Das können wir leider nicht machen, Herr Zimmermann, und zwar aus dem Grund, weil die rechte Maustaste seit vielen Jahren von unseren Usern benutzt wird. Und hier eine derartige Änderung zu machen, das würde viele aus ihrem Konzept bringen, beziehungsweise in der Anwendung. Das hier wäre eine massive Veränderung des Ganzen. Aus dem Grund haben wir uns auch entschlossen, dass wir das Ganze über ein Shift rechte Maustaste machen. Es kann ja auch sein, dass man rein nur, also die rechte Maustaste gibt, ja, wenn man sich das anschaut, ja, das Kontextmenü aus. Und das ist ja eigentlich auch Standardfunktionalität. Und das jetzt hier so zu verändern, dass man hier eine Verschiebung des Order-Konstrukts macht, das haben wir eben aus dem Grund nicht gemacht. Wir haben uns überlegt, das mit einer Maustaste zu machen, aber die linke Maustaste ist besetzt, die rechte Maustaste ist besetzt und deswegen gibt es die ja, es kommt trotzdem. Ich weiß, aber es würde trotzdem zu viel. Ich glaube, man wird es hinbringen, dass man eine Control-Taste, weil das ist jetzt wirklich auch klar, was man machen möchte, dass diese Funktionalität wirklich auf die auf den auf das Template hier geht mehr oder weniger und man darüber dann den Order-Template verschieben kann. Ich glaube, es ist jetzt eine gute Lösung, die wir haben und ich möchte das jetzt nicht mit Standard, Industriestandard, zwei rechte Maustaste ist ganz klar so besetzt, dass man hier
ein Kontextmenü bekommt. Nächste Frage. Ich habe eine Order platziert, die auch ausgelöst wurde, wenn die Order aktiv ist und ich ein paar Tage später im Chart, deshalb sind es den Stop nachziehe, springt dieser zurück auf den ursprünglichen Kurs, sobald ich den Chart verlasse. Das sagen jetzt zu wenig, da müssten, Herr Knobloch, das passiert nur bei einem bestimmten Instrument, bei einem bestimmten Symbol, dass es, weil wir haben das bis jetzt noch nicht gemeldet bekommen und dass wenn wir das Problem massiv hätten, hätten wir hier einige Anfragen dazu. Da wäre gut, wenn Sie an diesen Fall, den Sie hatten, an den Support melden, dass wir uns das wirklich genau anschauen, weil dann können wir uns auch anschauen, was im Order Log passiert ist. Weil normalerweise der Agenda Trader selbst verändert keine Orders. Das heißt, wir schicken die Information rüber und man bekommt dann eine Response dann vom System zurück und was immer wir dann als Response zurückbekommen, dort wird die Order dann hingesetzt im Endeffekt. Also das wäre dann, müssten wir uns anschauen im Detail, was hier, wieso dass diese Order hier zurückgesprungen ist auf den ursprünglichen Kurs. Normalerweise, sobald ich den Chart verlasse, das wäre mal absolut neu. Also da bräuchten wir wirklich den Fall beschrieben. Wenn Sie sich mit dem Support auseinandersetzen, die würden dann auch requesten von Ihnen Anfragen, welcher Trade das war. Wir bekommen dann das Order Log von Ihnen auch reingeschickt und dann schauen wir uns das im Detail an. Zur nächsten Frage. Ist es möglich, alle Kommentare gesammelt aus der Kommentarspalte in einer Instrumentliste zu löschen? Ich denke mal nicht. Das haben wir hier nicht drinnen. Macht aber Sinn, sage ich mal. Würde Sinn machen, dass wir hier eine Funktionalität einbauen, wo die Kommentare gelöscht werden können. Information, Kommentar, das hier mit einbaut. Okay. Gibt man hier einen Kommentar ein. Ja, nein, nein. Nein, 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 haben wir nicht drin. Danke für die Frage auf jeden Fall. Würde Sinn machen. Ich nehme mir das mal auf, hier. Aber werden wir zu gegebener Zeit mal uns anschauen, beziehungsweise versuchen dann umzusetzen. Aber ich sage mal, das ist der Input macht auf jeden Fall Sinn, dass man hier sagt, ich möchte alle Kommentare draußen haben, alles löschen. Was im Moment natürlich funktionieren würde, wär diese Geschichte, dass Sie hier gerne auf Spalten bearbeiten, Kommentar entfernen, bestätigen, Kommentar wieder einfügen. Das heißt, das ist jetzt wäre die schnellste Möglichkeit. Nein, auch nicht. Ah, Kommentar, genau, der wird ja zum Instrument abgelegt. Das heißt, das bringt auch nichts. Das heißt, hier brauchen wir wirklich eine Funktionalität. Okay, ist aufgenommen. Ich werde das besprechen. Sollte in einer zukünftigen Version drinnen sein, kann es aber nicht sagen, wann. Nächste Frage vom Michael, wenn ich mir mit
dem Öffnen eines Quick Trader Buttons einen Indikator um das Chart lege und kleiner ziehe, okay, nach Schließen des Quick Trader Buttons oder Betätigen desselben für den Indikator ist diese nicht mehr so klein, wie mir zuvor eingestellt, klein gezogen wurde, sondern wieder groß. Das heißt, okay, da muss ich jetzt eine Verbindung machen, kann ich da Capture FX Flat, schauen wir mal. Muss ich mir ein SIM-Konto, ich habe heute halt nur ein Datenfeed eingestellt, einen Moment, aber gehen wir gleich auf Verbindungen, verbinden, neues Konto hinzufügen, machen wir gleich. Drinnen. Ah, das haben wir jetzt ja hier nicht drinnen. SIM-Konto gibt es in der. Dann versuche ich. Ich muss mir jetzt anschauen, was wir haben. Der Bandele-Trader. Hier auf Konten haben wir FX Flat. Ich habe vorher nicht auf FX Flat verbinden können. Ich versuche es nochmal. Es kann sein, dass mein Demokonto abgelaufen ist. Ja. Geben eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich muss schnell auf ein FX-Flat-Konto verbinden. Dort kann man es dann anschauen. Nein, auch nicht. Denke ich, Brokers muss ich verbinden. Das ist es. Verbinden. CapTrader. So, machen wir es. Verbinden. Taiwan. Ja, okay, es geht. Dauert ein Momentchen. So. CapTrader dauert bei uns immer ein bisschen, weil wir so viel testen. Jetzt sammelt sich immer. Okay. Gehe ich dann gleich ein auf die Frage. Ich schaue jetzt mal, dass ich die nächste vielleicht schon beantworten kann. Wenn man mehrere Charts gleichzeitig offen hat, wird zwingend nur das Asset aus der Watchliste angezeigt. Oder kann man sich unabhängig davon andere Assets losgelöst von der Watchliste anzeigen? Ja. Das ist zum Beispiel, ich habe hier er braucht jetzt ein bisschen, okay. Warten wir noch bis, jetzt sind wir verbunden. So, er ist noch am Laden. Dauert noch ein kleines Momentchen, dann sind wir dort. Okay. Okay, jetzt kommen wir zurück zur Frage des Quick Traders. Das heißt, kleiner ziehen, Quick Trader auf, zu, bleibt mir die Größe. Michael, ich verstehe die Frage dann nicht ganz. Wenn ich mir mit dem Öffnen eines Quick Trader Buttons einen Indikator um das Chart lege und kleiner ziehe, okay, nach Schließen des Quick Trader Buttons und erneuen Betätigen desselben für den Indikator, der Quick Trader Button ist dieser Button hier herum. Ist der gemeint oder meinst du einen anderen? Okay, ich komme dann später zu der Frage zurück. Wenn du beantwortet hast, können wir das nachher dann weiter behandeln. Gut, wenn man mehrere Charts gleichzeitig offen hat, wird zwingend nur das Asset aus der Watchliste angezeigt. Okay, das heißt hier, Sie meinen wahrscheinlich das,
man geht hierher und hier werden die Werte aus der Watchlist angezeigt. Sie können aber jederzeit hier eingeben, und zwar zum Beispiel, wenn Sie jetzt die Bank of America angezeigt haben möchten, einfach hier draufklicken, dann bekommen Sie hier BAC zum Beispiel, können hier auswählen und können hier mal auch die BAC anschauen, obwohl sie nicht in der Watchliste drinnen ist, wenn das gemeint ist. Was man aber noch machen kann, ist ganz klar, ganz einfach hier herunten auch die BAC eingeben. Dann ist sie hinzugefügt. Das heißt, hier kann ich mir dann relativ schnell auch den zusätzlichen Wert anschauen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Frage beantwortet. Optionswerkzeuge warte schon lange darauf. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Haben wir schon lange angeteasert, dass wir hier arbeiten, aber wir brauchen die richtigen Ressourcen, die richtigen Entwickler und auch die technischen Voraussetzungen, und die sind jetzt so weit, dass wir wirklich mit Optionen loslegen können. Hat sich schon etwas ergeben mit der Möglichkeit, bei FX Trade über AT 10 Cent pro Punkt bei DAX und auch handeln zu können? Ich habe die Lösung an FX Trade vorgeschlagen, die wir haben. Die ist leider nicht auf Zustimmung gestoßen, und es gibt leider nicht die Möglichkeit, 10 Cent zu handeln. Das ist im Moment, das ist auch, war die Aussage auch von FX Trade. Möchte man dort nicht so haben, so die Möglichkeit, wie wir sie technisch umgesetzt haben. Wie kann man sich in einem Chart die Aktie und im gleichen Chart im Vergleich einen Index anzeigen lassen? Okay. Das kann man folgendermaßen machen, und zwar indem man und zwar gibt es diese Funktionalität nur in der Andromeda-Version. Hier haben Sie die Möglichkeit, dass Sie hier draufklicken, und dann können Sie mehrere Datenreihen hier hinzufügen. Das gibt es in der Mercury nicht. Was Sie in der Mercury machen könnten, sage ich mal, als Überbrückung, kann man so einstellen, indem man hier sich einen SMA hinzulegt, hier zum Beispiel dann hier einstellt 1, den SMA 1, und das Instrument hier auch dazu holt. Zwar sagen wir in dem Fall, dass wir es im Nasdaq, den NQ, hier übernehmen sagt. So wird der nicht, okay, ich mache es mit einem anderen Wert. Ich muss mit einem anderen Wert machen. Was haben wir dafür? Ausgabe SMA1 müsste normalerweise funktionieren. SMA1 Close, ES, wahrscheinlich kriegen wir den hier nicht rein. Dann muss ich's schauen, ob wir den QQQ reinkriegen. Ja, Blödsinn. Blödsinn. Nein. Ah, ich weiß schon was hier, Blödsinn, ja, okay, das geht noch schon, wir müssen das in ein anderes Chartpanel legen. New Panel übernehmen. So, genau. So kann man es machen. Das heißt,
Ich habe hier zum Beispiel die Qs drinnen. Das ist der ETF auf den Nasdaq. Hier kann ich natürlich auch den NQ Future verwenden, aber macht Sinn, vielleicht hier den ETF mit reinzunehmen. Und hier könnte ich mir das so abbilden. Das heißt, über einen SMA1 kann das hier abgebildet werden. Der SMA1 funktioniert auch. Ich habe hier einen Zweier genommen, aber so. Okay. So hätten wir jetzt den SMA drinnen und so kann man sich simulieren. Wie gesagt, in der Mercury-Version haben wir diese Möglichkeit, in der Andromeda-Version haben Sie die Möglichkeit, hier eine zweite Datenserie einzugeben und dann ist es aber wirklich hier drinnen im Chart und Ende und startet auch hier an dieser Seite und zieht sich dann mit dem Index hier in diese Richtung. Aber grundsätzlich, wo der Wert hingeht, im Moment in der gleichen Zeiteinheit kann, sieht man hier, wenn das weiterhilft. Michael, ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit dem Quick-Trader-Button meinst. Meinst du die Andromeda Plus-Plus, die AD Plus-Plus Trader-Buttons, Buy-and-Sell-Buttons im Action-Bar oder meinst du wirklich den Quick-Trader, diesen hier? Kann man die Börsendaten auch von CapTrader benutzen, beziehungsweise wie viele Symbole gehen über CapTrader? Hier hatten wir, und zwar die Börsedaten, die kommen dann von Interactive Brokers. Kann man grundsätzlich benutzen? Interactive Brokers, der Datenfeed ist halt ausgerichtet hauptsächlich auf die DWS. Wir hatten lange Zeit das Problem, dass man nur 60 Historien gleichzeitig abfragen konnte. Das heißt, mit 60 Instrumente in einer Zeiteinheit, beziehungsweise 30 Instrumente in zwei Zeiteinheiten, beziehungsweise 20 Instrumente in drei Zeiteinheiten, war man damit am Ende. Das hat Interactive Brokers, soviel ich weiß, in einer der letzten Versionen geändert. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel auch 100 Werte abfragen in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Ist möglich. Wo man aber ansteht, ist dann das, dass man nur 100 Instrumente in Realtime bekommt. Das heißt, möchte ich 200 oder 300 Instrumente in Realtime sehen? Wenn ich zum Beispiel jetzt die S&P 500 Listen einladen möchte, dann bekomme ich nur 100 Instrumente in Realtime, in Realticks gleichzeitig. Das heißt, ich lade mir den Nasdaq 100 hinein und wenn ich mir jetzt die zweite Liste hineinlade, dann bekomme ich keine Real-Daten, keine Last, keine Bid- und Ask-Daten mehr. Das heißt, wenn ich hier diese Informationen drinnen habe, Ask Bid zum Beispiel oder Last Price oder was auch immer und mit dem Scanner arbeiten möchte, ziehen wir das Ding auf. Das hier rauf. So, okay. Bestätigen. So. Dann, wenn ich den Datenfeed jetzt von Interactive Brokers bekomme, dann ist mit dieser Liste hier sind die Ask- und Bid-Preise bereits abgedeckt. Das heißt, ich bekomme keine Realtime-Preise mehr und auch die Charts ticken nicht mehr. Dafür muss ich mir Quote Booster kaufen. Der erste Quote, die ersten 100 sind frei, sind in der Basis-Fee von Interactive Brokers drinnen. Für die zweiten 100 Instrumente, die ich in Realtime sehen möchte, muss ich einen Quote Booster dazu kaufen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was der kostet, aber ich glaube, ein Quote Booster zusätzliche 100 Realtime-Instrumente kosten um die $30 oder irgend sowas in diese Richtung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das wäre halt, da muss man dann zusätzliche Quote Booster kaufen. Das ist eben aus dem Grund, weil in der DWS schafft man es ja nicht, 100 Instrumente aufzumachen und dort reicht es ja voll aus. Aber wenn wir daherkommen und man hier 5, 6, 700 Instrumente aufmachen kann, das ist eben dann genau das, dass ich hier zusätzliche Quote Booster dazu kaufen muss.
Also das von der Historie her ist es jetzt möglich, mehr als 60 Instrumente gleichzeitig zu requesten. Das heißt, da schafft man es, viel mehr Charts beziehungsweise historische Daten aufzubauen. Wie viel, wo, ob sie jetzt oben eine Grenze eingelegt haben, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Das müssen Sie ganz einfach ausprobieren mal. Aber wie gesagt, Realtime-Daten sind hier das erste Handicap, wo man sagt, 100 gleichzeitige Realtime-Daten, wo dann auch die Charts nachgezeichnet werden. Aber grundsätzlich möglich, ja. Wenn man in einem Trade ist, kann man nachträglich das Top-Management vom Setup Escort anpassen. Ja, können Sie anpassen. Das geht halt, wie Sie bereits geschrieben haben, die Andromeda-Version an. Wenn Sie in der Andromeda sind und hier draufklicken, dann kommt ja der Order Escort. Und im Order Escort drinnen sehen Sie Ihr Setup, das Sie im Chart handeln. Und darüber haben Sie die Möglichkeit, dann im Nachhinein die Stop-Methode zu ändern. Das heißt, das ist über den Order Escort möglich. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Ich werde irgendwann mal in nächster Zeit auch eine Andromeda-Session machen. Dann können wir genau auf diese Fragen dann im Detail eingehen. Ich möchte es nur jetzt, weil doch da ein Großteil der User auf der Mercury-Version ist und weil in der Mercury-Version Funktionalitäten nicht so vorhanden sind wie in der Andromeda-Version, mache ich diese Webinare im Moment jetzt auf der Mercury-Version. Aber es macht natürlich Sinn, dass wir mal einen Andromeda-Abend machen. Wäre vielleicht gut, wenn wir doch schon einige Mercury-Sessions hinter uns haben, dass wir beim nächsten Question Answer wirklich eine Andromeda-Session machen. Damit die Mercury-User auch sehen, was die Andromeda kann. Macht sicher Sinn. Okay, Michael, beim Indikator-Button sind wir. Das heißt, ja. Hier wäre noch interessant, welche Version du hast. Reversals, weil hier haben wir, was ich weiß, eine Änderung gemacht. Und zwar sollte in der 206 meines Erachtens drinnen sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das heißt, wenn man hier einen Indikator hinzulegt, legen wir mal einen SMA rein. Sagen hier okay. Okay. Und ich nehme an, du hast das Problem, wenn du. Nein, das ist SMA wieder. Nehmen wir einen. Was haben wir da unten? Einen RSI. Genau. So, jetzt haben wir den RSI drinnen. Und ich nehme an, du hast das Problem, dass wenn du hier diesen RSI dann, wenn du draufgeklickt hast, dann sind die beiden oberen, sind dann auch größer geworden. Kann das sein? Und ich glaube, das haben wir jetzt, wie man gesehen hat, das haben wir, ich glaube, entweder schon in der 206er oder spätestens jetzt in der 207er haben wir das behoben. 206.150 hast du, okay? Schaue ich mir an. Aber ich glaube, das war das Problem, was du hast. Kann das sein? Okay. Wie du siehst, behoben ist es jetzt mal. Es ist eine Versionsfrage. Ich muss mal schauen, aber kann sein, dass wir das in der 207er drinnen haben. Aber auf jeden Fall, die dauert keine Ewigkeit mehr. Und das wird dann spätestens dann behoben sein. Okay. Sind wir zusammengekommen. Freut mich. Okay, zur Frage, sind die Charts immer verknüpft? Grundsätzlich ja. In der Listchart-Gruppe, also nochmal zur Frage, sind die Charts immer verknüpft? Kann man unterschiedliche Assets anzeigen lassen? Ja, kann man. Und zwar, dafür gibt es die Single-Charts.
ListChat-Gruppe hat ganz einfach die Funktionalität, wo man sagen kann, ich klicke hier auf die Nvidia drauf, Nvidia drauf und ich bekomme halt meine Charts in verschiedenen Zeiteinheiten geliefert. Möchte ich jetzt einzelne Werte anschauen, so macht man sich am besten Einzelcharts auf. Und zwar zeige ich das gleich, wie man das am besten macht, dass man die auch im Visier behält. Wir machen hier eine Apple. Wir machen hier eine Costco auf. Wir machen hier einen FDAX auf. Wir machen einen ist auf. Möchte schauen, was steht heute. Okay, gut. Alles klar. So, okay. Es ist aber noch nicht befriedigend, nehme ich mal an, oder? Weil jetzt muss man jetzt über diese ganzen Einzelcharts hier hin und her klicken. Hier kommt die das Docking-Tabs-System ins Spiel. Und zwar, ich ziehe mir hier mal die Apple hierher. Ich nehme die Costco und ziehe mir die hier rüber und stelle mir die hier rein. Nehme den FDAX und ziehe den hier runter. Und ich nehme den AES und ziehe ihn hier runter. Und somit kann man sich dann auch einen Bildschirm relativ gut einrichten. Wo man dann seine ganzen Werte drinnen hat. Einerseits hier als Einzelwerte und ich mir relativ flexibel hier einen Einzelcharts hier zusammenbauen kann und die auch immer im Visier habe. Wenn man die Actionbar nicht sehen möchte, weil das kostet natürlich hier in so einem Fall schon ein bisschen Platz, habe ich ja immer die Möglichkeit hier rechte Maustaste oder über hier Werkzeug mir ganz einfach am Anfang einzustellen. Ich möchte zum Beispiel den Action Bar nur sehen, wenn ich auf die Preisskala klicke. So. Moment mal. Okay, jetzt klicke ich hier drauf, schiebe mir das Ding rüber. Gut. Okay. Das heißt, ich habe mir jetzt die Action Bar hier rausgenommen und die kommt jetzt nur in der Actionbar, kommt nur dann, wenn ich jetzt auf die Preisskala tippe und wenn ich wieder weggehe von der Preisskala, dann ist der Actionbar wieder weg. Das heißt, ich kann mir hier damit Platz sparen, dass ich nur die Preisskala sehen würde, weil das ist in so einem Fall, wenn da hier dauernd die Actionbars sind, bei Einzelcharts ist es natürlich nicht ganz so super, geht viel Platz verloren, wenn ich mehr Platz haben möchte im Chart selbst. Ich zeige es nochmal. In dem Fall, man geht hier auf Actionbar-Einstellungen. Und kann hier auswählen, fixierte. Dann bleibt er immer da. Wenn ich sage, nur auf Klick in die Preisskala, dann geht er nur dann, wird er nur dann, wird, verschwindet er grundsätzlich und er kommt nur dann, wenn ich auf die Preisskala draufklicke. Ich hoffe, dass das hilft weiter. Ja, Michael, der Quick Trader Button ist der. Das ist der Quick Trader Button hier oben. Das andere, das sind die AT++. Ich nehme mal an, du hast das Mike's Reversal Pattern als Signal. Ja, das haben wir, glaube ich, schon besprochen.
Okay, gut. Okay, Herr Mayer, ich glaube, das habe ich erklärt jetzt. Ich glaube, das dürfte Ihre nächste Frage beantworten. In der DWS kann man die Fenster kopieren und anpassen. Das kann man eben genau über dieses Konstrukt auch. Was man noch, ja, das ist es. Also das heißt, Sie können sich hier einen ganzen Monitor mit solchen Dingen hier einrichten. Vielleicht nächste Woche dann dabei sein. Es gibt, wir haben ein Feature, oder das ist, was ist das hier? Neu. Correlation Matrix, na, hier, neue Chart Container. Chart, wir haben die Chart Galerie. Die ist aber kostenpflichtig. Und hier haben Sie dann wirklich alle Möglichkeiten, sich hier die Charts dann einzeln einzurichten. Sie können dann verschiedenste, da schicke ich Ihnen den Link, stelle ich dann im Nachhinein hinein, wo, dass man sich diese Chartgalerie anschauen kann, was die genau kann. Beziehungsweise ich sage es dem Andreas, dass er diese Chartgalerie dann ausschickt. Dann sehen Sie, was hier alles gemacht werden kann. Das ist ein relativ umfangreiches Feature, was wir hier drinnen haben. Und da kann man sich eine ganze Liste in NASDAQ 100 in eine Chartgalerie reinpumpen in unterschiedlichen Zeiteinheiten und hat hier extrem flexible Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist halt eine kostenpflichtige Geschichte. Wenn Sie einzelne Charts hier sich anordnen möchten, haben Sie hier die Möglichkeit, das über nochmal Haupt, Neue, Chart Container, Einzelchart und wo immer dann das Chart landet, können Sie es dann nehmen und dann hier über das Talking Tab System hier zusammenfassen. Wann kommen die Optionsscheinfunktionen ungefähr? Wir implementieren keine Optionsscheine, sondern wir implementieren Optionen. Das heißt, die sind wirklich börsengehandelte Optionen, die hier implementiert werden. Und ich traue mich im Moment noch keinen Zeitpunkt zu nennen. Ich kann mir vorstellen, dass im Sommer hier wir mit der ersten Version rausgehen. Das gehört natürlich ordentlich getestet. Wir müssen die unterschiedlichen Datenfeeds hier noch anschließen, weil das ist hier ein komplett eigener Konstrukt, der hier um Optionen gebaut werden. Das ist nicht, da gibt es ja die unterschiedlichsten Informationen dazu und so weiter. Aber ich nehme mal an, mit einem ersten Schuss werden wir Juli, Anfang August rausgehen. Vielleicht auch schon früher, ich kann es nicht sagen, wie schnell wir vorankommen, aber sehr viel früher möchte ich keine Hoffnungen machen. Okay, unten eingelegte, jetzt sind wir dort, unten eingelegte Indikatoren im Quickfeld. Aber ich glaube jetzt, Michael, wir sind jetzt dort. Das heißt, diese Indikatoren, die können natürlich nur in der Standardgröße auftauchen. Die oben, die ich mir hier zusammen geschoben habe, die bleiben gleich. Und wenn ich hier einen raus oder reinnehme, dann möchte ich ihn ja vielleicht in dieser Größe sehen. Das heißt, die können ja auch unterschiedlich groß sein, so wie ich es mir eingestellt habe. Und das heißt, die werden natürlich immer in der Default-Größe aufgemacht. Oder meinst du das hier? RSI rein. Dann geht er natürlich wieder in der gleichen Größe auf. Das, wenn das gemeint ist. Die anderen behalten die Größe. Aber wenn ich ihn natürlich rauslösche, dann kommt er in der Default-Größe wieder zurück.
Zur Frage, kann ich in einer losgelösten DubChat-Gruppe auf einem zweiten Bildschirm, ja, einen weiteren Chat-Container einfügen? Nein, das geht nicht. Das ist technisch nicht möglich. Wir haben diese Komponente, die ist ja relativ komplex, die haben wir dazu gekauft. Und das wollten wir auch schon machen, aber das geht nicht. Das heißt, der lässt es nicht zu, wenn ich ein zweites Fenster aufmache. Gehen wir hierher, loslösen. So. Dann kann ich hier keinen zweiten Chart-Container einfügen. Es wird hier ausschließlich dann anheften zu. So. In dem Fall habe ich nur die Möglichkeit, diese beiden Chart-Container nebeneinander laufen zu lassen, aber nicht hier irgendwo runterzuziehen und dann und auf die Seite zu geben. Das ist nicht möglich. Ich kann schon so machen, dass ich eine zweite List-Chart-Gruppe hinzufüge oder eine zweite Dub-Chart-Gruppe. Absolut, natürlich möglich, aber nicht, dass ich die jetzt so anordne wie im Hauptfenster, dass ich hier mehrere Container nebeneinander habe, sondern die muss ich dann über Tabs hier drüber organisieren. Das ist technisch nicht möglich, das kann dieser Hersteller, wir haben schon angefragt, aber das entwickeln sie nicht. So, das noch zurück. Okay, gut. So. Immer ins Konfigurationsmenü. Da muss ich jetzt den Kontext finden zu dieser Frage. Und zwar ohne um immer ins Konfigurationsmenü zu springen. Da fehlt mir jetzt der Anfang. Einen Moment. Okay. Besteht die Möglichkeit, dass der AD die Höhe des Swaps darstellt? Stellt. Nächste. Okay, das war. Okay, na. Kann man. Muss die nächste Frage stellen. Finden. Kann man in der Actionbar einen Button erstellen, dass man Tradebars ein- und ausschalten kann? Ja, uns läuft nämlich da, ich verstehe jetzt die Frage, okay, ohne ins Konfigurations. Ich meine, ich verstehe die Frage, ja, okay. Das heißt, Sie möchten in dem Fall hier am Button, also wenn wir einen Orderbar drinnen haben, Kauf, Stop, möchten Sie den mit einem Button ausschaltbar haben. Und zwar über den Action Bar. Das Problem ist, wir laufen hier, wir müssen alles schon langsam in den Action Bar einbauen lassen und uns geht der Platz aus. Unsere Idee dazu ist es, dass wir hier auf der linken Seite auch nochmal eine ähnliche Funktion einbauen, wo man dann solche Funktionen hier reingeben kann. Im Moment sieht man schon, wenn man drinnen hat, braucht man eh schon einen Scrollbar und da hilft es nichts, wenn der Button dann irgendwo unten ist und ich erst wieder hin und her scrollen muss. Relativ schnell lässt sich das vielleicht, einen Moment. Gehen wir hierher. Ich meine, die Buttons kann man eigentlich relativ schnell hier aus- und einschalten. Weiß nicht, ob Sie diese Funktion kennen, aber das ist genau das. Das heißt, hier kann man, wenn ich einen Trade drinnen habe, kann ich hier raufgehen und sage, hier Trader Bars anzeigen. Wenn ich hier wegklicke, also eigentlich ist das eh relativ schnell, das aus- und einzuschalten. Also hier oben habe ich natürlich, ich muss da nicht in den
Dings reingehen in den Konfigurations-S-Code, sondern kann es eigentlich von hier aus machen. Ich glaube, das ist eine relativ schnelle Sache. Okay. Nächste Frage. Ich habe den Agenda Trader erst circa 2 Monate. Die Funktionen sind für mich sehr umfangreich. Wo bekomme ich einen umfangreichen Überblick über die Funktionen des ATS? Steht in der Agenda Trader Wiki wirklich alles drinnen? Es steht sehr viel drinnen in der Wiki. Also es ist, was man natürlich auch immer wieder hat, man hat hier einerseits die Birne. Das heißt, hier draufklicken und man kommt dann zu bestimmten Funktionalitäten direkt in die Wiki hinein. Das ist eine Sache. Ich weiß nicht, haben Sie die Mercury-Version oder haben's oder hast du die Andromeda-Version? Was im Moment gerade passiert ist, und zwar auf Traders Yard gibt es diese 10 Schritte, das 10-Schritte-Webinar. Wo ich strukturiert über 10 Schritte in den über 10 verschiedene Webinare in den Agenda Trader hineinführe. Da gibt es extrem viel Information und die ist auch strukturiert aufgebaut. Ich zeige das gleich mal her. Hier. So, genau das ist es. Das heißt, am nächsten Mittwoch gibt es das nächste. Und das sind hier die verschiedenen Themenpunkte, die wir haben. Und diese Aufzeichnungen findet man auch hier in diesem Workshop. Das heißt, man kommt hierher, entweder geht man, wenn man angemeldet ist, bekommt man das sowieso in seiner Liste, beziehungsweise Sie gehen ganz einfach, wenn Sie sich anmelden möchten, auf Traders Yard, gehen hier rüber. Suchen sich hier die Kätzchen, klicken drauf und dann gibt es oben noch den Join-Button, das heißt, da kann man sich dann dafür anmelden oder Attend, oder das heißt, dass man hier teilnimmt. Hier findet man aber schon die bestehenden Webinare, und zwar 5 Teile, wo man sich wirklich einmal hinsetzen kann und in Ruhe die ganzen Funktionalitäten anschauen, die bis jetzt bereits erklärt worden sind. Wir sind jetzt gelandet beim Teil 5, das heißt, wir haben jetzt einmal durch Installation Workspace, alles rund ums Charting, Zeiteinheiten, Chartgruppen, Actionbar. Wie platziere ich meine diskretionären Trades und wie kontrolliere ich sie? Die Zeichenobjekte, wie man sie effizient einsetzen kann. Das Zusammenspielen von Symbolen und Instrumentlisten und dem Scanner, habe ich erklärt. Dann die ganze Vorlagenerstellung von Charts, Chartgruppen, Scanner und so weiter. Hier, das haben wir bis jetzt abgehandelt. Die nächsten drehen sich dann um die Signalerstellung. Das heißt, ab dem nächsten Teil kommen wir hauptsächlich in den Agenda Trader Plus Plus Andromeda Teil, wo man dann sieht, wie kann ich mir Signale erstellen, wie kann ich mir Strategien erstellen, was kann ich grundsätzlich noch mit dem ganzen Agenda Trader Plus Plus machen, die ganzen Alarmsysteme, Scanner, Chart, E-Mail, Notifier und so weiter. Und dann zum Schluss dann noch zusätzliche hilfreiche Features wie der End-of-Day-Scanner und so weiter werden dann noch hier durch besprochen werden. Das heißt, hier hat man wirklich einmal keine Ahnung, werden im Endeffekt dann 15 Stunden Berieselung sein, was der Agenda Trader alles kann. Wie das ist sehr detailliert erklärt. Das ist immer ein Webinar. Das heißt, ich bereite mich davor und probiere immer eines dieser Themen dann wirklich strukturiert einen Schritt nach dem anderen hier zu zeigen. Was wir dann machen werden, ist im Moment natürlich geht man da jetzt durch das Ganze durch. Wir werden diese
Videos zerlegen in kleine Teile, sodass man nicht 1,5 Stunden warten muss, bis endlich das kommt, was man hören möchte, sondern das werden wir dann themengerecht noch aufdröseln in 5 oder 10 Minuten Videos, sodass man wirklich Funktionalitäten sich sehr effizient anschauen kann. Aber da warten wir die 10 Schritte vorher ab, bis die fertig sind und werden dann beginnen, hier ein Webinar nach dem anderen zu zerlegen. Also hier wird dann extrem viel Information dann auch drinnen sein. Ich hoffe, das beantwortet auch die Frage. Wie gesagt, diese Webinare sind wirklich hilfreich. Aber natürlich auch auf unserem YouTube-Channel findet man ohne Ende auch Videos. Kleinen Moment. Wo haben wir da? So, hier. Das ist unser deutschsprachiger YouTube-Channel. Ich stelle den auch mal hier rein. Okay. Muss ich wahrscheinlich hier machen. Ja. Sollten Sie sehen jetzt, ja. Das ist unser YouTube-Channel. Da finden Sie auch sehr, sehr viele Dinge. Da haben wir unendlich viele Videos drauf. Und da gibt es auch schon sehr viel Information auch um den Agina Trader. Aber strukturiert machen wir es jetzt wirklich über diese 10-teilige Serie. Okay, Michael, schaue ich mir an, was wir hier machen können. Klar, wenn ich ihn mal benutzt habe, möchte ich ihn wieder gleich sehen. Kann aber auch hier nicht garantieren, wann wir das zur Umsetzung bringen. Aber ja, wir hören auf unsere altgedienten User. Und wenn es hier mal einen Vorschlag gibt, werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Das heißt, geht um diese Frage nochmal hier. Wir haben ein Chart. Wir haben hier einen zusätzlichen Button. Wenn ich den reinlege, kleiner ziehe, wieder rausnehmen, wieder reinnehmen, dann soll die Größe gleich bleiben. Ich glaube, das werden wir hinkriegen. Macht auch Sinn. Macht auch Sinn. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die müssen wir schauen, wann wir sie in eine 2.7 oder 2.8er Version reinbringen können. Wir sind ziemlich ausgelastet mit den nächsten Versionen schon. Unsere Entwicklungsroadmap ist ziemlich auf Anschlag. Und da müssen wir immer sehr vorsichtig sein, was wir unseren Entwicklern noch zumuten, beziehungsweise was wir an Funktionalitäten reinsetzen, die uns dann eventuell Stabilität und so weiter kosten kann. Und da müssen wir immer relativ vorsichtig sein mit diversen neuen Funktionalitäten. Übrigens, weil ich es gerade gemacht habe, so, wenn ich, nur ein Zwischentipp, wenn ich einen Reiter schließen möchte, hat man ja einerseits die Möglichkeit, hier auf das X zu tippen, beziehungsweise hier rechte Maustaste und schließen, oder man klickt hier, weil ich den gerade weg haben möchte, mit dem Mausrad hier drauf, auch dann verschwindet der Reiter. Das heißt, wenn man einen weg haben möchte, wie den hier, draufklicken, Mausrad, Klick drauf und dann ist der Reiter weg. Nur als kleiner Zwischentipp.
Zur Anmerkung von DZ, der SMA oder EMA sollte auf jeden Fall im Chart angezeigt werden, sonst macht er keinen Sinn. Ja, das weiß ich schon grundsätzlich, dass wir den SMA hier im Chart anzeigen, das ist klar. Hierher. Und er wird auch hier angezeigt. Wie man sieht. Nur wenn ich hier ein zweites Instrument als anzeigen möchte, wie gesagt, in dem Fall den SMA, aber oder den Wert, die Darstellung eines anderen Instruments im selben Charting-Bereich, so gibt es im, wahrscheinlich habe ich das nicht im Detail gut erklärt, so gibt es die Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte hier den FDAX oder jetzt bin ich beim auf dem FDAX, das ist kein guter. Schauen wir mal, gehen wir hierher auf Nasdaq nochmal. Ich möchte hier den Nasdaq Index als angezeigt haben, als zweite Datenserie. So gibt es in der Mercury-Version nur die Möglichkeit, dass man das hier über den SMA1 in einem separaten Pendel anzeigt. Das ist gemeint. Weil wir sind hier auf der NTES, auf der NetEase Inc. Und ich möchte aber sehen, wie läuft mir im Moment gerade der Nasdaq Future, der Nasdaq Index. Und das kann ich hier über die QQQ, über den QQQ ETF gut abbilden oder beziehungsweise über den NQ Future, dass mir der hier mehr oder weniger angezeigt wird in einem Indikatorpendel über den SMA1. Und dann weiß ich, wie steht der Gesamtmarkt und wie steht hier mein Einzelinstrument. Wie gesagt, in der Andromeda-Version haben wir hier genau dieses, kann man sich hier direkt den anderen Wert, den Indexwert hier einblenden lassen. Ah, okay, ja, gut. Herr Zimmermann, vielen Dank. Ich nehme an, RTT. Das ist hier genau die Geschichte, die man auch sich hier einstellen kann, wo es drum gegangen ist. Ich schau gerade mal, Kauf, Stop. So, okay. Wir es gerade mal. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Habe jetzt die ganzen Shortcuts nicht im Kopf, aber mit Alt D, jetzt sind wir mal, vielen Dank für den Hinweis nochmal, kann man sich hier die Orderbars genauso ein- und ausblenden. Das heißt, man muss gar nicht hier raufgehen, sondern das mache ich ganz einfach mit Alt D. Bitte sich hier mal die Shortcuts anschauen, was man alles über Hotkeys einstellen kann. Wir haben hier verschiedenste Gruppen wie Charts, Chartgruppen und so weiter. Und genau hier drinnen, nehme ich mal an, wird man irgendwo den Alt-D-Button finden. Alt-D, genau, Trader Bus. Das ist er hier. Das heißt, hier sind sehr viele Shortcuts drinnen schon vordefiniert, um hier sich dann bestimmte Funktionalitäten über das Keyboard managen zu können. Da gibt es Charts, da gibt es Bartypes, da gibt es alles Mögliche, das man hier drinnen über das Keyboard einstellen kann. Bitte mal einfach mal durchschauen, da sieht man relativ viel an hilfreichen Funktionalitäten drinnen. Michael, vielen Dank für das Lob, die 10-Schritte-Webinare. Ja, das ist ganz einfach, wirklich, glaube ich, sehr umfangreiche und kompakte Sache, die hier drinnen gezeigt wird. Soll man sich unbedingt anschauen. Wir wollten ursprünglich aus diesen 10-Schritte-Webinare ein Seminar machen. Haben uns dann überlegt, nein, es macht viel mehr Sinn, wenn wir das wirklich gescheit aufzeichnen.
hier das als Videos machen und eigentlich diesen Stoff in ja, online stellen und hier wirklich einen Mehrwert schaffen. Location Point, ja, kommt auf jeden Fall etwas. Im Moment ist bei uns extrem viel los über ganzen Optionen und so weiter. Und ich muss mir da irgendwann mal einen Zeitrahmen raussuchen, dass ich wirklich mal ein Location Point Webinar, Seminar machen kann und mich hier wirklich darauf vorbereiten kann. Ist auf jeden Fall geplant. Wir haben doch sehr viele Location Point User und es würde Sinn machen, dass hier mal ein Seminar, Webinar geplant ist. Ich nehme es mal nochmal mit. Grund ist ganz einfach, im Moment sind hier bei uns extrem viele Projekte am Laufen und ich muss mich um diese Sachen hier kümmern, aber ich hoffe, wahrscheinlich im Sommer kann dann mal was kommen in diese Richtung. Das ist immer ein bisschen ruhiger und da werde ich mir mal dafür Zeit nehmen und entweder mache ich einen On-Site-Termin über Location Points oder einen Online-Termin. Das wird sich dann auch herausstellen. Möchte ich auf jeden Fall. Ist ein sehr spannendes Thema. Funktioniert derartig wunderbar und muss ganz einfach ja Zeit. Aber es kostet einfach Zeit, so ein Seminar, ein Webinar wirklich vorzubereiten. Umfangreich ist ganz einfach ein Riesenzeitfaktor und wenn, dann soll es auch qualitativ hochwertig sein, was ich halte. Und dafür brauche ich ganz einfach Vorbereitungszeit und die fehlt mir im Moment ein bisschen. Herr Beckmann, könnten Sie vielleicht kurz zeigen, wie Sie weitere Webinare einfügen, so dass ich Sie unter Workshops im AT sehe? Okay. Das heißt, Sie möchten sich dann für ein Webinar anmelden, nehme ich mal an, oder? Damit Sie sie sehen. Okay, gehen wir kurz auf Traders Yard. Ich nehme mal an, das meinen Sie, um jetzt zusätzliche Workshops zu sehen. Was haben wir? Bin ich hier drinnen in dem? Ah, da bin ich schon dabei. Beim Martin Görsch. Da bin ich auch. Ich gehe mal auf Leave, okay? Da bin ich jetzt mal weg. Okay, das heißt, grundsätzlich gehen wir nochmal raus, damit wir auch den Weg sehen. Leaderboard. Ich möchte jetzt zum Beispiel bei Martin Görsch seinem Market Report Webinar dabei sein. So klicke ich ganz einfach drauf und sage hier Attend. Das heißt, jetzt bin ich dabei. Jetzt bin ich angemeldet. Und dann erscheinen mir meine Workshops, die im Moment laufen, die alle noch aktiv sind, hier in der Workshops-Liste drinnen. Ich hoffe, Sie haben das gemeint, dass wie Sie hier die Workshops, die Webinare hier, wie Sie reinkommen, Herr Beckmann. Wie gesagt, einfach schauen, was läuft im Moment so an Webinaren. Die sind eh alle gelistet übers Leaderboard. Rechts rüber scrollen hier. Möchte morgen hinweisen noch, Umland ist morgen, hat sein Umland-Package sehr stark verbessert. Extrem interessant, was ich gesehen habe. Macht Sinn, sich hier anzumelden. Das ist aber ein externer Termin. Das heißt, er macht das über GoToWebinar, seine Vorstellung und wird sich dann hier auf Traders Yard einklinken. Aber den Pilot-Event macht er über GoToWebinar. Aber sehr zu empfehlen, das morgige Kastenumland-Webinar. Okay. Aber wie gesagt, hier ganz einfach rüber. Und wenn Sie eines der Webinare sehen möchten oder dabei sein möchten, einfach hier draufklicken
den Attend-Button, wenn Sie noch nicht angemeldet sind, hier klicken und dann sind Sie dabei. Und werden auch informiert. Bekommen dann einen Tag vorher und eine Stunde vorher eine Erinnerungsmail, dass das Webinar loslegt mit dem Link direkt hin, so wie man es eigentlich kennt, auch von anderer Software, von anderen Plattformen. Okay, unter Zeichenwerkzeug sperren. Ist ein Zeichenwerkzeug gesperrt, dürfte es nicht bei alle Objekte entfernen mitgelöscht werden. Können wir uns überlegen, Herr Zimmermann. Ja. Gesperrt, ja. Mit alle löschen ist natürlich das gemeint, aber ein zusätzlicher Menüpunkt würde Sinn machen. Dürfte auch nicht, weiß ich, wie kompliziert sein, dass man das hier mit einbindet. Gemeint ist das, dass man ein Zeichenobjekt sich irgendwo reinlegt, Trendlinie, das hier auf Sperren geht. Das heißt, grundsätzlich kann es dann nicht mehr verändert werden, bleibt so, wie es ist. Der Vorschlag ist, dass es, wenn man hier auf alle Objekte entfernen geht, dass es erhalten bleiben soll, müssen wir natürlich über einen eigenen Menüpunkt machen, weil alle Objekte entfernen heißt natürlich alle Objekte entfernen. Das wäre aber möglich, sagen wir mal. Wie gesagt, Umsetzungszeitpunkt ist fraglich, aber auf jeden Fall eine Anregung, die sicher Sinn macht, ja. So, okay, gespeichert. Haben Sie Tipps für bessere Performance für den Agena Trader? Schnellere SSD, mehr RAM, CPU mit vielen Kernen. Genau das, was Sie im Moment auch sagen. Schnellere Performance im Agena Trader. Klar, es macht sicher Sinn, dass man hier über eine schnelle SSD arbeitet. Mehr RAM. Es kommt immer darauf an, was Sie in den Agena Trader hineinladen. Es ist nun mal, was wir eingebaut haben, und das wird man auch relativ gut sehen, ist hier unten, dass man auch sieht, was wird geladen, oder? In dem Fall hat man jetzt kurz gesehen, dass wir 500 Bars nachgeladen haben. Da sieht man natürlich auch, was man sich in den Agena Trader hineinquetscht. Dann, da kommt man bald mal, wenn man ein bisschen in der Andromeda-Version mit ein paar mit Signalen arbeitet und so weiter. Also meiner lädt in meiner Normalausführung um die 1,5 Millionen Bars. Und das merkt man einfach nicht wirklich, was man sich eigentlich in den Agena Trader hineinzieht. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber man sieht hier grundsätzlich mal, was eigentlich im Agena Trader drinnen ist. Bessere CPU macht natürlich immer Sinn. Aufteilen auf mehrere Kernels. Da möchte ich darauf hinweisen, dass jedes dieser Tabs in einem eigenen Kernel behandelt wird. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn Sie zum Beispiel eine Liste haben mit 500 Instrumenten, die auf 5 Listen aufzuteilen. Weil dann, vorausgesetzt, oder auf mehrere Listen aufzuteilen, kommt darauf an, wie viel Cores Sie haben. Aber wenn Sie Quad-Core oder was haben, dann werden mit 4, in dem Fall wird dann die Last auf diese 4 verschiedenen Cores aufgeteilt und dann ist man natürlich um einiges schneller. Als wenn alles am Main-Core läuft, mit einer langen Liste und der ganze Workspace-Aufbau und so weiter hier in einem Thread läuft, ist das
natürlich eine Herausforderung, wo es länger dauert. Wie gesagt, das ist eine der Geschichten, wo Sie, was Sie aktiv machen können, ist, dass Sie Ihre langen Listen auf unterschiedliche Listchart-Groups aufteilen, weil für jeden dieser Scanner wird hier ein eigener Core, dann Kernel, dann angesprochen und die Last wird verteilt. Aber alles andere macht Sinn. CPU mit vielen Kernen, natürlich, je mehr Kerne drinnen sind, desto besser können die Listchart-Gruppen, Tab-Chart-Gruppen aufgeteilt werden. Was natürlich auch eine Sache ist, die umfangreichen Workspaces, dass man hier auch abschlanken kann. Es macht natürlich Sinn, ein strukturiertes Vorgehen. Das wäre vielleicht auch eine Sache, dass man sich das überlegt. Die Workspaces wären natürlich relativ komplex. Und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, sind hier natürlich sehr viele Instrumente drinnen, die ich den ganzen Tag über nicht brauche. Da macht natürlich eine profunde Marktvorbereitung auch Sinn, dass ich einen Marktvorbereitungs-Workspace habe, mir meine Werte, die für mich interessant sind, in Watchlisten lege und mit diesen Watchlisten dann einen Trading-Workspace aufmache. Das heißt, wenn man so einen Ansatz hat, über den man sehr stark marktvorbereitungsintensiv arbeitet, um sich seine Stockpicks, um seine Futures und so weiter rauszusuchen, die man am gleichen Tag handeln möchte. Wenn man so einen Ansatz hat, dann macht es Sinn, dass man das in einem Mehrschrittverfahren macht, dass man sich grundsätzlich eine Marktvorbereitungsumgebung bastelt und dann sich strukturiert in eine Trading-Umgebung dann vorarbeitet. Und das hat man ja hier ja, über die Arbeitsplätze kann man sich hier ja einrichten. Marktvorbereitungs-Workspace und Trading-Workspace, was immer man dann drinnen hat. Und dann ist man auch effizienter. Das nur so als organisatorischer Hinweis, wie man es machen kann. Macht nicht viel Sinn zwischen Windows 7 oder Windows 10. Windows 10 ist nicht schneller als Windows 7 ist. Aber alles andere macht natürlich schon Sinn. Schnelle SSD, mehr RAM und CPU mit vielen Kernen. Ja. Unter 8, wenn man die Andromeda-Version hat, sage ich mal, unter 8 macht es nicht wirklich Sinn. Man kommt dann immer mehr und mehr rein, dass man sich mehr und mehr Instrumente lädt und dann irgendwann hat man, wenn man nur 4 hat oder was, ist man auf Anschlag. 8 plus 16 macht auf jeden Fall Sinn. Da kann man dann schon wirklich sehr viele Werte in Realtime auch scannen lassen und kommt nicht auf Anschlag. Wir haben aber User, die arbeiten mit 32, weil sie eben so viele Werte reinziehen in den Agena. Das ist eine Sache, muss man sagen, wenn man das vergleicht mit anderen Plattformen. Es schafft halt nicht wirklich Plattformen, andere Plattformen, dass man sich hier, keine Ahnung, 1500 Instrumente in Realtime reinzieht und die im 5 Minuten, 1 Minuten Charts in Realtime scannen lässt. Das ist halt ein Riesenvorteil des Aginas, kostet aber natürlich, wo immer man an einer Ecke zieht, kostet das auf einer anderen Seite dann Ressourcen und so weiter. Und das ist halt eine Sache, den Agena wirklich auszunutzen in allen seinen Facetten. Dafür braucht man halt einen starken Rechner. Wir machen mehr als ein Chart auf. Wir machen bis zu 3000 Charts können wir öffnen gleichzeitig. Zur Frage, Options Add-ons in der Andromeda frei zugänglich. Wir werden auf jeden Fall eine Funktionalität, die Basisfunktionalität auch in der Andromeda-Version zugänglich machen. Das heißt, wir werden hier drinnen Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Optionen sind aber so ein weit umfangreiches Thema, dass wir hier dann auf jeden Fall eine Erweiterung eines Add-ons dann bauen werden, um hier die speziellen Funktionalitäten, wo es dann wieder in Richtung Struktur, wie soll ich sagen, Strategien und so weiter geht, dass das in einem Add-on dann abgebildet wird. Eine Option zu kaufen, zu verkaufen und so weiter und auch, sagen wir so, komfortabel zu handeln, das wird das auf jeden Fall in der Andromeda-Version drinnen sein. Wir überlegen uns natürlich auch, das sogar in die Mercury-Version einzubauen. Option Chain und so weiter. Das sind diese grundlegenden Dinge, die wird sicher geben und die werden keinen Aufpreis kosten.
Ja, also zur Frage, Herr Beckmann, im AT sehe ich, AT in 10 Schritten werden diese gerade ange und haben auch im AT angezeigt. Ja, also das kann man eben dann genau, wenn man sich das hier anschaut, Traders Yard, haben wir hier die Workshops und hier drinnen ist eben genau das hier und ich kann es von direkt hier heraus starten. Also nochmal, für die Leute, die den Traders Yard das erste Mal sehen im Agina Trader, wir haben hier die komplette Traders Yard Funktionalität, das Conferencing hier eingebaut und hier gibt es eben die Offices und hier gibt es die Workshops. Und wenn ich mir die Workshops hier anklicke, dann sehe ich auch die verschiedenen Workshops, in denen ich grundsätzlich angemeldet bin. Das heißt, gehen wir hierher. Das sind genau die Dinge, die Sie hier im Conferencing, besser gesagt, unter Workshops im Traders Yard direkt drinnen sehen. Sie müssen nicht hierher gehen, um sich das anzusehen, sondern dadurch, dass ich das hier jetzt eingerichtet, ich mich hier oder angemeldet habe zu diesem Workshop, ist dieser Workshop dann auch automatisch hier im Agina Trader drinnen und ich kann ihn mir hier direkt drinnen dann anschauen. Klick hier drauf. Und es geht hier dann im Agina direkt dieser Workshop auf und ich muss jetzt nicht hier auf eine andere Plattform wechseln, sondern ich kann mir das direkt, das Webinar direkt hier im Agina Trader anschauen und kann eben auch noch die Märkte beobachten, wie auch immer. Und wie Sie gesehen haben, natürlich auch in der Mercury-Version verfügbar, das Ganze. Also das ist hier schon eine sehr, sehr komfortable Lösung mit dem Conferencing direkt aus dem Agina heraus, beziehungsweise dass man hier Office ist, wenn man irgendwann ein Office teilnimmt, das direkt aus dem Agina heraus starten kann und sich hier natürlich auch das hinlegen kann. Und ich kann mir hier, klicke ich hier drauf, so, dann geht es auch hier auf und ich kann mir das in Kleinformat hier auch anschauen und kann hier dabei sein. So. Also, muss sagen, ich habe immer wieder Spaß mit diesen Webinaren, Fragen-Antworten-Webinaren. Da kommen wirklich so viele Fragen. Da kann man wirklich in Themen eintauchen, auf die man sonst oft gar nicht denkt, dass man die eigentlich herzeigen kann. Macht Spaß mit Ihnen, wirklich. Wir sind durch mit den Fragen-Antworten. Da ist noch eine Frage da. Funktioniert das Ganze auch unter Linux, Ubuntu? Nein. Agina Trader ist eine Windows-Plattform. Diese Funktionalitäten hier, auch aufgrund der Programmiersprache C#, das unterstützt, wird nicht unterstützt von Linux, Ubuntu. Die ganzen grafischen Darstellungen und so weiter, die sind hier auf Windows ganz einfach optimiert. Und das ist eine Sache, die halt nur auf Windows läuft. Was man machen kann, ist, wenn man ein anderes Betriebssystem hat. Es gibt ja die Virtual Machines, die man sich installieren kann, wie zum Beispiel auf Mac Parallels und so weiter. Und das funktioniert wunderbar, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Mac-User, die sich eine VM installiert haben und dort eine Windows-VM installiert haben und über diese Windows-VM dann mehr oder weniger den Agina Trader laufen lassen, neben Mac laufen lassen. Ich nehme an, so etwas gibt es auch für Linux und so weiter. Also das wäre dann die Lösung für andere Betriebssysteme, sich eine Windows-Box aufzumachen und den Agina Trader unter Windows dann zu starten. Alles klar, dann vielen Dank für das tolle Feedback noch. Dann möchte ich mich hier an dieser Stelle sehr herzlich für den schönen Abend bedanken. Und wir sehen uns, ich nehme an, in 2 Wochen wieder. Würde mich freuen, den einen oder anderen in dem 10-Schritte-Webinar begrüßen zu dürfen. Das nächste Mal, wie gesagt, wir stechen das nächste Mal in die Andromeda-Version hinein. Und es geht dann hauptsächlich dann nächsten Mittwoch um die Erstellung von
Conditions von Signalen und so weiter. Dann schönen Abend, bis zum nächsten Mal.